Naturblond, bitte. Wer wie ich ein bisschen denkt, die Naturblonden sind die wahren Blonden, der ist schön daneben, findet Edin Belaid, das Star-Coiffeur und Meister-Barbier in Zürich. Ja, das ist das Jahr ja schon ein paar Mal gewesen. Also wir haben Justin Bieber, der jetzt blond ist, wir haben Pharrell Williams, der blond ist. Das zieht sich jetzt so durch, es ging mal wieder in der Musik los und geht jetzt im Fußball über. Und die wohl bekannteste Platin-Blondine. Der Scooter H.B. Baxter, der hat schon seit über 20 Jahren blond gefärbte Haare. Klar, aber der hat es ja auch damit erreicht, sich abzuheben aus der Masse. Damit hat man ihn wahrgenommen, das wurde sein Markenzeichen. Und genau das ist es. Also du wirkst sexuell anziehender, dynamischer. Es verändert sich als Typ natürlich nochmal. Und es zeigt, dass du Aufwand betreibst mit deiner Persönlichkeit. Weil es ist ja nicht einfach mal schnell so blondiert. Wenn es gut gemacht ist, sitzt da auch ein paar Stunden. Lohnt sich der Aufwand? Ist der Lionel Messi mit seinen platinblonden Haaren jetzt sexier und attraktiver? Also es ist jetzt nicht so mein Geschmack. ich finde aber irgendwie, es passt auch nicht so zu dieser Person. Er gefällt mir eher nicht so, aber ich finde blonde Menschen, also Menschen mit blonden Haaren eigentlich noch hübsch. Vorher war es schon ein bisschen besser. Das soll es auch sein, ein bisschen etwas anderes als vorher. Dazu sind allgemein die blond gefärbten Haare wieder eine kleine Gegenbewegung, meint Edin Belaid. Gegen den ganzen Hipster-Look, dieses Vollbart, Hipster, ist ja klar, dass jetzt irgendwann die Mode dreht dann immer um 180 oder um 320 Grad. Es kommt ein neuer Trend auf und das ist einfach blond. Platinblond wie der Messi oder Aschblond oder blonde Strähnen. Blond ist nicht einfach blond und darum kann es auch jeder tragen, meint Edin Belaid. Es gibt natürlich Regeln, das heißt irgendwie das Blond nur zu dem Typ, das Blond zu der Augenfarbe, aber Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Man muss es wirklich individuell am Stuhl entscheiden. Und wenn die Haarfarbe sowieso pieps egal ist, dann würde dem Lionel Messi dann eher die Haare wegnehmen. Ich habe am liebsten Männer mit langen Haaren. Ob sie jetzt blond sind oder nicht, ist mir egal, aber Männer mit langen Haaren. Sunshine Radio.